Hallo Leute und damit herzlich willkommen bei Phoenix Reit und die anderen. Ja. Und mir. Moderner Titel. Was? Moderne Titten? Ja. Mit Kaffeesahne. Mit Kaffeesahne. Um mal wieder beim Thema werden. Eieieiei. Der Christoph ist heute schon wieder so versaut. Ja, ja. Gar nicht. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal musstet ihr gar nicht mal so lange warten. Hä? Und, also mit, für die nächste Folge. Was ist da los? Ja, ja, genau. Furchtbar. Kommen ganz aus unserem Trott raus. Wir machen weiter. Wir sind hier bei der letzten Folge stehen geblieben, beim netten Bikini. Und den zerrupfen wir jetzt. Und ich weiß jetzt gar nicht, haben wir schon mit ihr geredet? Ja, ach da war die, haha, genau. Magenta 1 wollten wir jetzt hier mit ihr benutzen, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Sie hat doch eine Block HD. Ja, aber wollten wir das jetzt gerade machen oder wollten wir, ja, okay, machen wir halt. Machen wir das mal. In Dorsuren. So ein Arrangement habe ich zuletzt in einem alten japanischen Film gesehen namens Bruce Lee. Wow, dieses Hibachi-Kohlenbecken sorgt für eine ordentliche Hitze. Wie glücklich wir waren, als wir hier Braten mit Soße gegessen haben. Soße? Soße. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwas finden werden, oder? Na los, greif's da an. Auf dem Altar steht... Auf dem Altar steht ein unglaublich großes Magenta 1 von der Telekom. Wenn ich mit meinem kleinen Magenta 1 schon psychische Blockaden erkenne, kann ich mir ausmalen, was für eine Kraft dieser Brocken unter der Haube hat. Na gut. Nee, nicht angreifen, sondern präservatieren. Zack. Zack. Nimm das. Zack, hab ich dich. Ach, jetzt muss ich die ganze Zeit mit mir selber reden. Na, ist doch gut. Elise Dux, nimm. Also ihr habt ja auch schon fleißig in den Kommentaren geschrieben, wer wohin gehört und wo welche Zugehörigkeit ist. Und so eine kleine leichte Ahnung habe ich schon und ich bin mal gespannt, wie es dann nachher wirklich ist. Was? Ja. Schwester Bikini, mehr möchte ich nicht verraten. Die Wahrheit nimmt für mich immer deutlichere Züge an. Oh, ET424. Ich bin sicher, dass Frau Elise Tuxnüm von besonderer Bedeutung für den Tempel war. Und zwar steht ihre Bedeutung in Zusammenhang mit ihrer wahren Identität. Ah, wovon in aller Welt sprichst du da? Sie war, die mystische Elise war Autorin. Eine ganz gewöhnliche Bildbuchautorin. Ehrlich gesagt, hatte ich gleich nach unserem ersten Treffen so einen Verdacht. Verdacht? Ja, aber ich hatte keine Beweise, um meine Theorie zu stützen. Aber jetzt habe ich einen dieser Beweis belegt, Frau Duxnüms wahre Identität. Gesundheit. Ja, danke. Nein, hey! Was machst du da? Ja, genau, ich habe ihr mein Magenta präsentiert. Ich wollte auf Profile gehen, Herrgott. Nee. Nicht? Nein. Dann, ich wollte auf Beweise gehen. Vielleicht hier ihre Mütze? Am überleg Abend doch mal. Ja, Entschuldigung. Jetzt überleg doch mal. Ja. Ja, ja. Nun, Schwester Bikini, was haben Sie dazu zu sagen? Na klar, aber warum ist mir das nicht früher aufgefallen? Dein Herz, es ist unrein, voller Bösartigkeiten und Irrtümer. Ups, was? Deswegen kommst du auch immer auf diese komischen Ideen. Für jemanden in deinem Zustand empfehle ich die magische Flasche der mystischen Elise. Magische Flasche? Ich hoffe, die hat keinen kindersicheren Verschluss. Sie war eine wundervolle Autorin und Illustratorin. Das ist alles. Ehrenwort. Ehrlich gesagt, hatte ich glatt... kann es sein, dass wir diese Rolle vielleicht irgendwie sauber machen müssen vorher? Was? Ja, weil da ja Soße drauf ist, aber das ist doch das, was wir... Hatte ich nämlich jetzt auch gedacht, aber... Von ihrem Schüler Laurice Duxnim geschossen... Ach, warte mal. Autorin, sie hat ein Buch. Vielleicht das? Nee, ich weiß. Dein Herz, es ist unrein, voller Bösartigkeit und Irrtümer. Deswegen kommst du auch immer auf diese komischen Ideen. Bla, 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 bla. Es ist nur komisch, dass die Musik weggeht. Ja, das klingt komisch, stimmt. Als sie noch lebte, ihre Fingerabdrücke wurden darauf gefunden...
Blutverlust, Leute der Abendglocke, am Abend geschossen vom Haupttor. Warte mal, das, die Schriftrolle prüfen. Ich kann ja hier, oh. Was ist das denn? Ich hab da jetzt einmal drauf gedrückt und sie ist sauber? Echt? Nee. Oh. Hä? Das ist die Rückseite, oder? Ja, super. Ja. Misty Face Bild ist durch Bratensoße verdeckt. Für Details prüfen. Ja, und wie soll ich ihr das jetzt... Oder haben wir noch was anderes? Hm. Eigentlich nicht, oder? Okkult. Hakuna Matata. Hm. Ich bin so verzweifelt, ey. Na klar, warum ist mir das nicht gleich aufgefallen? Bla 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 bla. Ja, ja, Bösartigkeit, unrein, deswegen kommst du auch. Getragen von Elise Düxen im Garten des inneren Tempels. Das war Kreiner Meister-Talisman. Mit dem Felsversprung bei der Dämmerbrücke gefunden mit Blut. Das grässliche Bild zeigt, was an jenem Abend passiert ist. Der Innenhof, wo Elise Düxen ermordet wurde. Komisch. Aber wir haben ja nichts anderes. Das ist halt jetzt komisch, dass da Bratensoße drauf ist. Tja. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Vielleicht gucken wir erstmal nochmal woanders. Ja, ja, quatsch mich nicht voll. Da sind wir ja weit gekommen. Ja, ist toll. Könnte schon wieder aufhören hier. Aber wir können nur Innenhof und Hauptturm, mehr können wir nicht machen. Stimmt, jetzt wo du sagst. Sonst können wir nirgendwo mehr hin, scheinbar, ja. Nee, Haupthalle. Haupttor, Entschuldigung. Achso. So. Und von da aus können wir noch irgendwo anders hin? Ja, warte mal. Ah, oh, erstmal den Ski. Ich wüsste nur zu gerne, wofür das Ding da am Mordabend benutzt wurde. Oh! Achso. Ha! Nee, warte mal. Bin ich das? Ha! Du denkst immer noch in so kleinen Mustern, Phoenix Wright. Und deshalb wirst du mich auch niemals besiegen. Ich bringe deine Träume ungern zum Platzen, aber ich habe noch nie gegen dich verloren. Zeit, diese Sache ein für alle Mal in einem letzten großen Aufeinandertreffen zu klären. Sie scheint ihre sämtlichen Niederlagen gegen mich komplett verdrängt zu haben. Sie ist eine Verdrängerin. Ja, ja. Furchtbar, furchtbar. Ja. Ich wollte mir das nur angucken. Und wir können jetzt hier wieder zurück in die Haupthalle. Okay, mehr kann man nicht machen. Das heißt, wir müssen es haben. Das heißt, wir müssen... Ja, aber können wir das irgendwie sauber machen? Nee. Ich meine, so, aber es bleibt ja so nicht so. Wenn ich jetzt hier auf zurückgehe, zack. Lenk es doch ab. Hier ist ja schon eingetrocknet. Zeig mir mal, was wir haben. Soll ich jetzt wirklich hier die Hosen runterlassen? Na. Zeig mir nochmal, was wir haben. Ja, was denn jetzt? Warte, das ist das da. Achso, siehst ja meine Maus nicht. Komm, zeig mal mit dem Finger drauf. Das da. Ah. Das neben dem Foto. Neben dem Foto. Foto, das da. Ja, das daneben. Ja, was denn jetzt? Rechts daneben. Ja, das war's. Geh zurück. Die Billardkugel. Eins zurück. Das ist das Bild. Ach so, das interessiert mich. Das, was Butzi Butz gemalt hat. Ja, das ist nicht so schön. Das beweist eindeutig ihre Identität. Ja, ein brennender Adler. Das, was ist das? Getragen von Elise Düxen im Garten des inneren Tempels gefunden. Corona Meister Talisman. Vielleicht den da.
könnte man auch mal präsentieren. Na, pass auf, jetzt mach ich dich fertig. Oh, jetzt müssen wir uns das wieder alles angucken. Laber, 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 laber. Special Effect. Warum mache ich es mir denn so kompliziert? Ja. Das. Aha! Ha! Oh, war ich. Frau Duxnym trug diesen Anhänger immer bei sich. Wo hast du? Das ist nicht einfach nur irgendein billiger Glücksbringer. Und? Was glaubst du, ist es dann, Phoenix Wright? Was für eine Bedeutung könnte dieser Talisman haben? Das ist also ein Talisman. Interessant. Ups. Dieses Ding spricht Bände über die Person, die sich hinter Frau Duxnym verbarg. Dieser Talisman und noch ein weiterer Gegenstand beweisen Frau Duxnyms wahre Identität. Jetzt die Rolle. Meinst? Haha, keine Ahnung. Na, jetzt Bratensoße. Doch. Das Bild wird momentan von dem Soßenfleck hier übertüncht. Aber, wenn wir es einmal ab... Aber diese Schriftrolle zeigt die Meisterin der Kurainer Beschwörungstechnik. Das Wappen hier oben ist ein Symbol dieses ehrenwerten Titels. Genau das gleiche Wappen ziert auch den Talisman, den das Opfer bei sich trug. Ah! Dieses Wappen ist allein der Meisterin von Kurain vorbehalten. Woher hast du in aller Welt... Was? Woher in aller Welt hast du diesen Unsinn? Ich weiß nicht, wovon du redest. Die neue Meisterin, Maya Fey, hat es mir erzählt. Was? Du meinst, diese Akolytin ist Misty Fays Tochter? Ja. Oh. Bist du dir da sicher? Ja. Und da ihre erste Tochter tot ist, ist Maya Misty Fays alleinige Nachfolgerin. Oh wei. Mistige Misty! Hups, 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 hups. Das geht ja schnell. Allerdings. Finde ich gut. Ich auch. Ja, machst du deine 5 Schlösser hin? Ja. Panik schieben hier. Hat dir nichts genützt. Elise Duxnym. Die mystische Elise hat uns vor etwa einer Woche mit ihrer Anwesenheit beehrt. Als sie mir den Talisman mit diesem Symbol zeigte, oh Gott, ich fiel fast in Ohnmacht. Seit 17 Jahren wurde sie nicht mehr gesehen. So lange ist sie schon verschwunden. Was hat dieser Talisman für eine Bedeutung, Schwester? Der Kurainer Talisman, das ist das Zeichen der Meisterin von Kurain. Die Trägerin muss ihn bis zu ihrem Tode bei sich tragen. Bis zu ihrem Tode. Elise Duxnym war also wirklich Mayas Mutter. Ja. Sie war Misty Fay, die Meisterin der Kurainer Beschwörungstechnik. Endlich kommt die Wahrheit ans Licht. Jetzt nehmen wir Fahrt auf. Sag mal, Schwester, nach 17 Jahren, warum zeigt sich da ausgerechnet, zeigt sie sich da jetzt? Weil etwas passiert ist, das sie aus ihrem Versteck rief. Was ist passiert? Tja. Oh. Was geht hier vor sich? Entschuldigung, muss der Kaffee kennen. Na toll. Das kann ich nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Erdbeben! Stark! Oh Gott. Mein ganzer Monitor wackelt. Bei mir nicht. Ach du meine Güte. Der innere Tempel. Bei so einem starken Beben könnte er. Der innere Tempel? Das heilige Gewölbe hinter dem Trainingsraum. Es ist schwer ein schwer einsturzgefährdet. Was? Maya! Maya! Willi! Und diese... Biene, die ich meine, die heißt Maya. Es scheint aufgehört zu haben. Was, es schneit? Ja. Wir können hier nicht einfach nur rumstehen und nichts tun. Wir können noch was trinken. Was? Wohin? Zur Bar. Zum inneren Tempel natürlich. Wohin sonst?
Schwester Bikini, wir machen hier später weiter, okay? Natürlich. Lauft ihr schon mal vor. Jemand könnte verletzt worden sein. Ich muss ein paar Sachen zur Erste Hilfe vorbereiten. Ist klar. Jetzt komm schon, Wright. Phoenix. Solange du mit mir unterwegs bist, wird dir auch niemand den Zutritt verwehren. Ah, danke. Mann, hatte ich gerade Fracksausen. Das war ein verdammtes Erdbeben. Oh ja, genau. Und an den habe ich auch gedacht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Und nur ihm. Ja. Du siehst besorgt aus. Machst du dir etwa Sorgen um Miles Edgeworth? Komm, wir müssen los. Genau. Super. Bewegen zum Haupttor. Wir müssen schnell zum inneren Tempel. Wir könnten doch das Schneemobil nehmen. Oh. Right. Ah! Was machst du denn hier? Konnte ich nur... Wie kannst du erwarten, dass wir das verstehen, wenn du nichts erzählst? Oh, sie hat einen französischen Akzent bekommen. Hey, wieso krieg ich jetzt eins mit der Peitsche? Sie ist weg. Nein. Die Angeklagte, Iris, sie ist weg. Wohin ist sie? Sie ist geflohen. Sie ist entkommen. Was? Au, au. Sie ist Batman. Also, gerade eben während des Erdbebens. Edgeworth einzige Schwäche ist nicht zu übersehen. Seine Angst vor Erdbeben. Ich hätte nicht alleine mit der Angeklagten losziehen sollen. In dem Moment, als die Erde zu beben anfing, wurde mir schwarz vor Augen und ich fiel dummerweise in Ohnmacht. Dieser Vorfall, der verfolgt dich heute noch, nicht wahr? Das ist keine Entschuldigung dafür, die Verdächtige entkommen zu lassen. Wie konnte ich das bloß zulassen? Right. Der innere Tempel ist eine Sackgasse. Sie kann also nur in diese Richtung sein. Wir haben sie nicht gesehen. Müssen wir sofort eine Großfahndung ausrufen und den Adlerberg intensivst absuchen. Warte, Edgeworth. Hast du den inneren Tempel auch sorgfältig durchsucht? Sei nicht albern. Warum sollte ich? Der innere Tempel gleicht einer Insel. Da führt kein Weg raus, außer über die... Nein, das meine ich nicht. Iris ist nicht der Typ, um einfach wegzulaufen, Edgeworth. Wovon redest du? Schwester Bikini erwähnte da etwas während unserer Unterhaltung. Sie sagte, das heilige Gewölbe könnte durch das Beben zum Einsturz gebracht worden sein. Du denkst also, Iris sei zum inneren Tempel gegangen, um nachzusehen? Hör zu. Oh, seine Zeitschrift. Edgeworth. Sie ist sicher im inneren Tempel. Wir brauchen keine Großfahndung. Right. Verschwenden wir keine Zeit. Wir müssen sofort zum heiligen Gewölbe des Trainingsraums. Hopp, hopp. In Ordnung. Gehen wir. Na, endlich. Geh mal. Oh, wir haben immer noch den 9. Februar. Innerer Tempel, Trainingsraum. Zum Glück ist das heilige Gewölbe nicht eingestürzt. Aber mit dem, was wir dort vorfanden, hätte keiner von uns gerechnet. Oh nee, was ist denn dit? Hat jetzt das Gewölbe... Alter. Wer bitte macht während eines Erdbebens 4 weitere Schlösser dran? Warum sind da... noch mehr Schlösser? Was hat das zu bedeuten? Doch. Iris. Iris, bitte rede mit mir. Was zur Hölle ist hier los? Wer hat hier gesprochen? Oh. Vergesst das. Fortsetzung folgt? Ja.
denn die Fortsetzung folgt. Oh, aber das passt doch gut, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen. Besser könnte es nicht passen mit dem Teil. Ist zwar ein bisschen kurz, aber die Situation lassen wir uns nicht entgehen und machen hier Schluss und sehen uns hoffentlich alle wieder in der nächsten Folge. NRW bei 18, adieu. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und alle winken. Tschö. Tschö. Liken nicht vergessen. Stur lächeln und winken, Männer.